Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Flucht 3 gemeinsam mit Paluten. Hallo! Bewertet bitte das Video. Schaut auch in die Beschreibung, da ist Paluten verlinkt, genauso wie die Playlist. Da gibt es nämlich alle anderen Folgen. Abonnier beide Geilo-Kanäle. Okay. Und aktiviere die Geilo-Glocke. Mach ich, ne? Ja. Nach der Folge. Ja, mach ich, ja. Gut. In der heutigen Folge werde ich, ich habe ein paar Level ausgegeben übrigens, werde ich gemeinsam mit diesem wunderschönen Jungen und vielleicht auch diesem wunderschönen Jungen den Enderdrachen besiegen, insofern wir denn da überhaupt hinkommen können, denn beim letzten Mal sind wir ein bisschen an der Barriere abgeprallt. Bist du bereit? Nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ich bin bereit. Achso, ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, guck mal. Da. Aber ich hab doch schon eine. Kommst du? Ja, ich komm. Na, dann lass uns doch mal nach unten gehen. Wie viele Leute. Moin, moin, ja. Jungs, moin. Ja. Schön arbeiten, klar, bitte. Natürlich. Einmal Knopf drücken, bitte, damit die Tür sich öffnet. Danke. Alter, what? Ja, das war eine starke Spitzhacke, sag ich nur. Einmal bitte, ui, und so. Ist da noch eine Mine-Card drin? Ja, ne? Ja. Tschüss. Bitte. Ich komme. Oh, Paletti, hier war gar keine drin. Halt mal an. Oh nein. Tschüss. Ich wurde einfach im Stich gelassen. Ich kann dir dann berichten, ob die Border weit genug nein, mittlerweile ist. Du darfst mich doch nicht spoilern. Das ist doch richtig spannend. Okay. Okay, ich werde einfach jetzt nichts weinen. Mehr spoilern. Ich werde gar nichts mehr sagen. Du kannst aber weinen. Ja, okay, dann geh. Dann geh auf Toilette. Ich muss nicht. Ich war heute schon. Warte. Du warst vorhin und hast dann gerade das gemacht, was du gemacht hast. Danach. Wie, was? Ja, du hast doch gerade von etwas Wunderschönem berichtet. Ich hab kurz zur Erklärung. Melio und ich haben eben vor der Aufnahme noch ein bisschen gequatscht. Und es könnte sein, dass ich ganz kurz gepupst habe. So. Und dann habe ich ihm darüber berichtet, dass der Pups wirklich so bestialisch stinkt wie faule Eier. Ja. Und das war danach. Nach dem großen. Ja, danach. Ja, hä? Wieso bist du denn daran so schlimm? Naja, ich gehe davon aus, dass du da ne, alles so entfernst und dann einfach alles tutti frutti ist. Aber scheinbar ja nicht. Ja, hä, aber der Pups kann doch trotzdem noch stinken wie faule Eier. Nee. Doch. Das stimmt was nicht. Ja, vielleicht lege ich auch gleich noch eine zweite Runde ein. Krieg ich dann Selfie? Hast du noch nie zweimal am Tag? Ich habe auch schon mal sechsmal am Tag. Ja. Vielleicht auch schon mal zehnmal. Dein Pico-Prep und so weiter nimmst du einfach. Okay. Ach, stimmt, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Ja, dann wahrscheinlich eher 20 Mal. Ist es wirklich so, dass man richtig oft muss? Ja, aber ich glaube weniger, als man vielleicht denkt. Okay. Vielleicht finde ich das aber einfach mittlerweile zu normal. Kurze Erklärung: Pico-Prep ist so ein Abfüllmittel, was man manchmal nehmen muss. Das ist einfach lecker. Einfach zum Spaß. Aber hier chillt noch ein Minecart. Ich nehm's mal. Oh, okay. Oh, ja, Spitzhacke. Nee. Einfach mit der Spitzhacke hauen. Ja. Okay. Hä, was? Hui! Hä? Warum leite ich denn jetzt mit? Oh Gott, sind wir langsam. Ja, warte, aber jetzt geht's wieder. Ja, kommt's jetzt? Oh ja. Hui! Ey! Du kleine Ratte. Also, ey. Unfassbar mal wieder, unfassbar. Jetzt waren wir gerade schön beieinander und ja, er macht sowas. Ich ja, ich weiß. Warum willst du das eigentlich nicht? Du stinkst doch nach Scheiße. Ja, sorry, ich habe gerade an dir gerochen. Bei dir, das ist schlimmer als der Kotgeruch. Ja, aber das ist halt die Kruste, die sich auf meiner Haut gebildet hat, nachdem ich mich ein halbes Jahr nicht gewaschen habe. Okay, finde ich gut. Den Gang hätte man aber auch mal schöner machen können. Aber das wäre so anstrengend, alles abzubauen. Das mache ich nicht. Okay. Oh, ich glaube, hier geht's um die Ecke. Ich bring dich gleich um die Ecke. Tut mir leid für Schlürfen. Ja, sollte dir auch leid tun. Hast du einen Kaffee oder was? Nee, einfach Wasser. Ach so. Kaffee habe ich heute Morgen schon getrunken. Wann sind wir denn da? Ja, gleich. So ne Mann. Ich habe so Hunger. Ja, Pech. Vater des Jahres. Papi, ich hab das Gefühl, ich verhungere. Pech. Junge, 14 Tage kann man angeblich ohne Essen überleben. Stell und du bist so erst an Tag 11. Dieses Konzept finde ich immer noch krass. Junge, ich nach
4 Stunden ohne Essen. Ja, ja, ja. Das Thema hatten wir ja letztens, wo ich irgendwie 21 Stunden nichts gegessen habe. Das ist schon echt mies. Ja, wann sind wir denn jetzt mal da? Ich weiß es nicht. Ich dachte, nach der Kurve wäre alles okay. Da geht's auf jeden Fall nach oben, Palais. Da halte ich doll fest. Nein, aus. Aus. Meine Spitzhacke ist nicht schnell genug. Ja, Gott sei Dank. Ui. Ach, komm, ey. Und? Oh, schade, ich dachte schon. Bau bitte wieder hin. Mach ich klar. Klar, Papi. Na gut, perfekt. Oh, guck mal, hier wäre auch ein Ding ins Portal. Hä? Ja, aber warum denn? Wollten wir die Villager irgendwie so hin? Ich verstehe nicht, warum. Ich weiß auch nicht. Ich gehe nur mal eine Sekunde rein. Bin ich tot? Nee, aber sieht was? Nach... Alter, oh, wie gut ist denn Seeläufer? Komm mal, Alter. Ui. Hast du Seeläufer? Ja, hab ich. Das ist ja wie Weihnachten. Alter. Ich bin 10-mal schneller als auf normalem Boden. Das ist wirklich cool. Ja, hab ich mir drauf gemacht. Oh, guck mal, da sind die Viecher, die man reiten kann. Oh ja. Hallo, Minions Mutter. Da ist es. Ich hab so Angst. Manuel. Ja? Es war mir... Was denn? War mir eine Ehre. Nur viel Spaß da drüben. Oh, das Portal. Okay, ich komm auch rein. Wow! Ui. Das ist ganz geil. Hier könnten wir uns so ein bisschen graben. Lass mal hier, dann haben wir so einen Safe Spot. Ja, okay. Ich mache hier Holz hin. Holz ist sicher. So ein Holzboden. Ja, machen Holzboden. Hab ich. Jetzt kann man da nicht mehr. Na, guck mal, hier so eine schöne Plattform. Spitze. Boah. Sehr spitze. Ja, wir sind schon. Ich sehe. Oh. Oh nein. Oh nein, warte. Kurz mal die Kartoffeln nochmal runterholen. Oh, ich hab. Oh nee. Ah, oh, scheiße. Ich hab einen von den Typen angeguckt. Oh nein. Oh nein. Was ist doch nur einer? Ja, nee. Guck, da ist er. Ich greif den nicht an. Ich will keinen Stress mit denen. Warte, will er jetzt Stress? Ey, er will Stress mit mir. Hätte. Ist das Alter, der dich? Der aushält? Ja. Ich hab auch 4-mal draufgehauen oder so. Da ist er. So, okay. Dann let's go, Manuel. Ja. Greif die Dinger da oben an, damit so er sich nicht mehr regeneriert. Beginnen. Der Kampf um unser Leben. Hab ich's getroffen? Ja, gibt's schon. Ich mach das alles weg. Oh, was? Er greift mich an. Ja, ich baller den weg. Oh, ach, das. Dank. Wir haben keine Blöcke mitgenommen, ups. Ich baue mich mal nach oben mit Holz. Ah ja. Warte, ich mach mal eben richtig Holz daraus. So, hier ist doch viel besser. Schießt der mich gerade an? Nee, ich versuch dann den anderen auf der anderen Seite. Ja, lenk den einfach gut ab. Naja, ich leck ihn ab. Oh ja, ich hab. Ich leck ihn ab. Du leckst den ab? Ja, oh, ich das leg sogar. Ihn ab. Ui. Oh, ich muss unbedingt was essen. Ja, yeah, mach das. Hauptsache dein Kind nichts geben. Oh, ich hab. Komm. Nein, oh Gott, nein. Er hat hier oben was. Oh, auf jeden Fall ist so wertvoll. Ist das lecker. Oh, er baut sich hoch. Ich seh dich. Du machst das. Ja, warum baust du dich denn noch höher? Ja. Du hättest. Du kannst das sogar von unten. Ich wollte. Ah! Ich hab's gesehen. Hey, was passiert hier? Ich sterb gerade. Ach, wegen dem Enderdrachen. Enderman. Oh, ich hab den getroffen. Alter, wie viel Schaden macht ihr denn? Ich bin so weg. Ist da noch was? Ja, einer da ganz hinten. Da sind noch ein paar. Ganz hinten. Ich sehe es nicht. Oh ja. Oh, Alter. Wow. Ja, sobald du irgendwie brennst oder wie auch immer man das nennen will, raus da. Auch gerne direkt runterspringen. Ja. Da vorne ist noch einer. Ganz weit oben. Aimbot. Oh ja. Und nochmal. Oh, ja, nee, mach rein. Ich mach einfach rein. Kann man das zurückschießen? Nee, das kann man nicht. Oh nee. Ich muss wieder essen. Ich bin ja immer noch fast tot. Ja, dann hör auf. Okay, ich hör auf. Ich laufe erstmal, guck auf mein Leben. Ja, achte mal auf dein Leben, Junge. Mach ich. Da, ich seh dich. Guck mal, ich baue mich jetzt hoch. Ich seh's. Die Kamera ist auf dich. Der Enderdrache. Aber alles gut. Oh, ich treffe den so nicht. Der ist einfach zu mächtig. Okay, hab getroffen. Du machst das. Ach, das ist schon. Da vorne. Da, wo ich jetzt drauf schieß. Ja. Da ist noch einer. Ist kaputt? Ja, perfekt. Ich glaub, das ist der letzte. Das war's. Gut. Ich schieß rein. Schieß rein. Ich treffe aber nicht, ich bin zu blöd. Dachte ich mir. Der ist einfach zu gut. Jetzt hallo. Mann, hör doch auf. Ich komm jetzt. Ja, mach das. Ich höre ganz böse Geräusche von den Innern. So, jetzt machen wir es. Oh, was macht er da? Er tanzt.
Oh, er kommt runter. Ja, das ist gut. Oh, ja. Das ist sehr gut. Jetzt, ich gehe ran. Direkt reinschlagen. Ja. Oh, Alter, okay, nicht reinschlagen. Alter, nein, 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 nein. Wir werden sogar noch von dem anderen weggeklatscht. Oh Gott, ja. Ich esse mal schnell einen Apfel. Alter, könnt ihr bitte aufhören und so anzugreifen? Ich habe 7 Enderpearls. Nice. Hast du ihn? Ja, ja, ja. Oh ja. Oh, wie wenig Schaden wir machen. Ist das schön. Warum sind wir denn so schwach? Wir hätten einen Stärketrank mitnehmen müssen. Ja, du musst aufladen. Immer aufladen. Ja, ja, mach ich. Oh Gott. Okay, alles gut. Nein, Manuel! Oh. Nein! Palelle! Oh Gott, du lebst. Alter. Oh, hinter dir. Hinter dir ist ein... Halbe HP. Halbe HP. Ja, ich greife ihn an. Ich greife, genau. Ist ein Apfel. Dafür hast du 10. Okay, alles gut. Nur noch Hälfte Leben. Ich schwitze so. Oh, was für ein Treffer. Oh, was ein Treffer. Vorsicht! Und nochmal. Das war sein Atem. Ich weiß. Oh ja. Oh ja, komm nochmal. Und ui, oh, ich treffe so gut. Ui, oh ja. Oh, Manuel, ui. Oh. Warum? Als wenn er manche Pfeile blocken würde. Was ist denn los bei ihm? Kann er das? Oder ich treffe halt ausnahmsweise nicht. Oh ja. Er schwitzt irgendwie. Er schwitzt. Er stürzt ab. Nee, er schwitzt. Er schwitzt. Ich schieße aber weiter rein. Nee, darf ich nicht. Okay. Reinschlagen. Oh, oh, oh Gott. Oh, ja, der hat wieder die Soße. Wir schaffen es. Schlag rein. Und schlag rein. Oh, und schlag rein. Da ist er besiegt. Erneut. Warum hast du nur das? Achso, weil ich ihn vielleicht das letzte Mal geklatscht habe. Warum hast du nur den Erfolg bekommen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ist komplett gerickt hier. Oh ja. Oh ja. Und wie viele Level? Bau mit Behutsamkeit das Eier. Wie viele Level ich habe? Oh, okay. Wie viele Level hast du? Oh, das Ei kann ich gar nicht. Ich habe gar keins. Echt? Nee, warum? Wie viele Level hast du? Ich habe auch nicht so viel. Wie viel hast du? Rate mal. 62? 68. Junge, das ist so unfair. Ja, aber jetzt kann ich alles verzaubern. Ich hab gar nichts. Warte, wir brauchen dafür einen Pisten oder so, ne? Oder Behutsamkeit. Nee, das portet sich ja weg. Naja. Ah. Hast du eine Fackel? Nee. Ich hab eine Blume. Okay, und tschüss. Wow. Woo! Das Ende von Minecraft. Boah, dauert das. Nee, und tschüss. Bin wieder zu Hause im Bett. Also, du hast direkt Escape gedrückt. Hey, Junge. Nice. Wow. Ja, komm ins Bett. Wir haben es geschafft. Leute, ihr seid sicher. Und diesmal seid ihr nicht alle draufgegangen, ihr Dorfbewohner. Aber es war schon irgendwie schön. Ich weiß nicht. Ich fand das wunderschön. Hallo, ich werde geritten. Komm. Ja. Achso. Ah. Oh, das war doch ein toller Erfolg. Die Welt hat sich. Ja, Glückwunsch. Hat sie? Die Welt die hat sich. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, was mache ich denn jetzt mit meinen 70 Levels? Ey, vielleicht abgeben. Lies mal deine Rüstung vor, bitte, was Schutz angeht. Mein Kopf hat Schutz 2, Haltbarkeit 3. Ja. Meine Brust hat Schutz 4. Meine Beine haben Haltbarkeit 1. Und meine Füße haben Schutz 4. Deine Beine haben gar keinen Schutz? Ja, die haben gar keinen Schutz. Nee. Was bist du denn für ein armer Schlucker? Weil ich krieg hier keine Level. Ja, ich kümmere mich doch um dich. Das war schon... Alter, wie viele Villager wir mittlerweile haben, beziehungsweise wie viele Dudes hier. Ja, klar. Was hast du denn erwartet bei uns, Krassen? Ja, weiß ich nicht. Weiß du nicht? Oh, Unendlichkeit, Treue. Ach komm, dann nehme ich halt Treue, eher so ein Müll. Manuel, wie geht's Bumse? Ach so. Ja, ich hatte Bumse da unten reingeschoben und Bumsi... Noch benannt. Dann einmal mit Blumen reingesaftet. Ja, kann ich die besuchen? Wie kann ich die besuchen? Die kannst du besuchen. Da können wir jetzt gleich mal ganz kurz reingucken. Wo sind die, Manuel? Ja, warte doch. Ruhig. Manuel? Ruhig jetzt. Ganz ruhig jetzt. Alles ist... Hier, komm mal her. Eine Frage habe ich. Wir haben ja den Enderdrachen abgeschlachtet. Ja. Warte, nicht drauf machen. Was hat der uns eigentlich getan? Eigentlich gar nichts. Nimm mal das Buch... Ja. Und dann den Amboss, mach daraus mal Schutz 4 für dich. Kann ich nicht. Hast du gar keine Level? Ich wiederhole. Ah, okay. Ich dachte, du hättest vorher schon Level gehabt. Dann gib mal beide wieder. Bitte, dann mache ich das. Ach, die war gar nicht. Ich meine beide Bücher, genau. Ich habe dir einfach alles gegeben. Ja, danke. Alles. So ein Gönner. Ah, da kommt direkt Schutz 4 drauf, wenn ich es verzeihe. Ja, yo. Ja, super. Jetzt wird die Haltbarkeit. Warte, ich kümmere mich ganz kurz um dich. Tut mir so leid, ich wusste ja nicht, dass du so ein armer Schlucker bist. Zu oft zu heulen. Haben wir gar kein Haltbarkeitsbuch? Ey, du kotzt mich an! Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Keine Haltbarkeit. Alles mache ich falsch.
Ja, also deine Geburt war ein Fehler, kann ich dir sagen. Atmung 3? Ui. Ey, hast du mitbekommen, dass sie letztens so ein Itchy ausgegraben haben? Was ist ein Itchy? Itchy, Itchysaurus, Flipper. Aus Ark. Echt? Ja, ja, und die haben letztens so ein Skelett von so einem Ichthyosaurus. Da musste ich an Ark denken. Oh, danke. Boah, ey, haben wir schon mal in den Projekten mehr gelitten als in Ark? Ich glaube nicht. Nein, nee. Also Ark. Deswegen haben wir uns auch bis dato noch nie wieder rangetraut. Also. Ja, also wenn ihr wirklich mal irgendwie mitleiden wollt und 10 Neustarts erleben wollt, dann viel Spaß bei der Playlist. Oh ja, Junge. Wie oft irgendwelche Tiere draufgegangen sind. Ich habe noch nie erlebt, dass ich so einen Müll bekommen habe. Ja, ich habe nicht mal mehr 30. Ja, vorbei. Wow. Du hast einfach. Genau deswegen gibt man dir nicht solch einen Fall. Ey! Was, kommt das auf den Kopf? Ja, wohl, das kann ich dir schon mal draufpacken, ne? Ja. Hier, Schutz, Haltbarkeit. Hier, guck mal. Das ist ja. So alles toll. Das kannst du an. Oh. Bitte nicht meine Sachen klauen. Gib mir die wieder. Schutz 4, cool. Oh, Schärfe 3, Stärke 3. Oh, hast du ein Schwert mit Schärfe? Schärfe 3 nur. Ja, krieg mal bitte okay. Die Bücher. Nee, nur eins. Aber wie er da geiert. Ich geier richtig. Weil ich hab nicht mal ein Schwert, was verzaubert ist. Ach so. Ja, das hättest du mir gerade sagen sollen. Das wusste ich nicht. Da kann noch Atmung drauf. Oh mein Gott, okay, alles klar. Alles klar. Na, Schärfe, okay, ja gut, dann machen wir das da noch drauf. Ja, alles klar, keine Level dafür, perfekt. Ja, alles klar, keine Level dafür, ja gut. Das war's, dann gehen wir mal kurz zu Bumse und Bumsi. Okay. Hier lang? Ja, ich komm. Kommen Sie mit. So, pass auf. Oh, was ist das denn da? Das sieht ja mysteriös aus. Oh. Genau, und hier, schau mal. Oh. Was jetzt zwar nicht mehr wer ist, aber... Aber die haben sich noch nicht vermehrt. Doch, also ich habe einmal... Blümchen reingedrückt. Hast du Blumen dabei? Nee. Doch. Okay, warte. Achso, oder so. Ja, cool. Ja, gut, jetzt ist er drin. Ah ja, okay, gut. Ja, okay, dann packe ich hier mal die Blumen rein. Und würde sagen, Leute, bewertet sehr gerne das Video. Schaut auch in die Beschreibung. Da ist Balünen verlinkt. Und vielleicht, nee, Ark verlinke nicht. Das könnt ihr selber suchen. Bis Daniel, euer Schmenuel. Tschüssi.